Die Frage war, warum, wenn es nicht funktioniert mit der Kameraüberwachung, wenn bewiesenermaßen Kameraüberwachung nicht ankommt, ja, warum wird es trotzdem forciert? Das ist die Frage. Und die werde ich jetzt gleich beantworten. Haben wir nämlich auch untersucht. Die erste Erklärung und die wichtigste Erklärung ist, die Beschaffungskostenerhöhung und die Forschungskostensteigerung fördert Industrie und Einnahmen sowie das Bruttosozialprodukt. Und das sehen wir hier in vielen Fällen von Forschungsvorhaben in der EU. Das ist nicht das einzige Mal, sondern das ist eher der Durchschnitt. Allein für das komplette Anbringen von Kameras an den 325 am meisten genutzten deutschen Bahnhöfen müsse mit 241 Millionen Euro gerechnet werden. Liebe Freunde, das ist eine sehr hohe Zahl, berichtet die Bild-Zeitung. Diesmal stimmt es aber, weil das berichtet nicht nur die Bild-Zeitung. Und zwar ist das ein Bericht der Bundespolizei, der diese Zahlen angibt. Hinzu kämen zusätzliche Personalkosten und dann noch die Instandhaltungskosten, die in diesem Bericht mit 1.000 Euro pro Videokamera beziffert werden. Ja? 1.000 Euro pro Videokamera, ja, bei, hier haben wir 80 Videokameras. Ja, wer rechnen kann, kann jetzt auch lachen, obwohl es zum Weinen ist und nicht zum Lachen, ja. So, Reeperbahn-Beispiel. 10 Kameras kosteten, das war dann 2009 oder 2010, wann die angebracht wurden, 10 Kameras kosteten 620.000 Euro und wurden mitinstalliert. In den ersten 5 Tagen nach Einrichtung kam es zu 5 Gewalttaten, die die Kameras nicht aufgenommen haben. Wurde dann beendet das Projekt, weil man festlegte, ha, es bringt nicht so viel, es ist viel besser, wenn das Wachpersonal dort umherläuft. Wer schon mal bei der Reeperbahn war, weiß das, ja. Da wird niemand von der Kamera abgeschreckt. Das existiert da nicht. Dann Heilbronn, 2 Kameras kosteten 140.000 Euro. Alleine Einrichtungskosten, liebe Freunde, Einrichtungskosten. So, dann das große Fiasko Scotland Yard 2008. Wer kennt es nicht? Ich kenne es. Sie kennen es vielleicht auch. Da hat man dann mal richtig in den Geldtopf gegriffen und milliardenteure Kameras installiert. Hat man dann die Daten gesammelt und dann wusste man nicht, was man damit machen konnte und überlegte sich, wir müssen die ins Internet stellen, die Bilder, damit die Leute, die Fahndungsbilder, damit die Leute uns Hinweise geben. Also man hat schon mal Fakten geschaffen und dann festgestellt, dass man nichts damit anfangen kann. Das ist ein ganz typischer, klassischer Fail, den sehen wir immer wieder in allen Bereichen. Ich bin erstaunt, dass es sich das so sehr wiederholt. Auch hier, ja, oder in Mainz, klassischer Fehl, es hat nicht funktioniert. 25% Erkennungsrate, hallo, wo ist der Rest, wo ist das Geld, was ist passiert? Ja, ja, Hauptsache Spiel, Spielzeug, Geldbeschaffung, das ist doch manchmal irgendwie wichtiger. Ja? Jetzt wird meine Rede hier so. Die Tatsachen sind, dass Verbrechen bewiesenermaßen nicht durch Kameras verhindert werden. Ja, also präventiv fällt hier schon mal flach. Ja, sie können nur berichtet werden und das ist nicht die Sicherheit, die sich eine Bevölkerung wünscht. Also wenn ich hier am Südkreuz nachts um 3 umstehe, ja, dann hilft mir die Kamera reichlich wenig, wenn mich irgendjemand überfällt, weil die steht ja nicht auf aus der Wand, kommt und haut in eine runter. Das passiert ja nicht. Sondern ich bin dann alleine auf mich gestellt und werde auch noch dabei gefilmt, wie ich verprügelt oder so werde. Das ist nicht in Ordnung. Ich möchte, dass da Personal sich befindet, was darauf aufpasst, dass irgendwie die Leute sicher sind. Ja, das ist Sicherheit und nicht Kameraüberwachung. Es wird am Personal gespart. Das ist eine Tatsache. Das finden wir immer wieder als Argument in diversen Forschungsvorhaben, die sich mit CCTV, also Kameraüberwachung und diversen anderen Themen beschäftigen, wird gespart. Und das ist der falsche Weg. Die Sparmaßnahmen wirken entgegen der Behauptung der Erhöhung der Sicherheit. Ja? Also installiert man 80 Kameras und spart 40 Angestellte. Was hat man dann? Viel mehr aufgezeichnete Verbrechen und nochmal eine Art seltsamer Voyeurismus von aufgezeichneten Verbrechen, den wir uns dann alle angucken dürfen und wo wir dann denken dürfen, es hätte irgendjemand abgeschreckt, aber es hat ja keinen abgeschreckt. Dann die Deutsche Bahn will verantwortlich
Verantwortung abgeben an Maschinen und es nicht um die verbesserte Sicherheit bedacht. Ja, wie soll denn eine Maschine mich beschützen? Also das funktioniert doch so nicht. Ein Algorithmus ist doch empathisch, nicht mal annähernd in der Lage, sich in die Situation eines Menschen, der sich einsam und allein auf dem Gleis am Bahnhof befindet, irgendwie Empathie auszustrahlen. Ja? Wir wissen auch von vielen überfallenen Menschen, oder kriegen es ja auch die Presse jetzt mit, dass die ja nicht sicherer waren. Sie wurden ja überfallen. Es ist ja passiert, trotz der Kameraüberwachung. Es hat also nicht geholfen, sondern es hat nur gezeigt, dass es Straftaten gibt. Aber das wussten wir vorher auch schon, dass es Straftaten gibt. Das ist ja nichts Neues. Und ein Fakt, den wir natürlich nicht vergessen dürfen, vermummte Täter können auch weiter Böses machen, ja? Also da reicht ja schon die Kapuze und der Schal und dann kann man mich trotzdem überfallen und dann wird die Kamera auch dann nichts mehr bringen. Wir wissen dann, ein Überfall war mehr. Alles klar. Ja, also präventiv schon mal nicht. Das schreckt einfach mal viele nicht ab und das ist ein Fakt. Dann sparen an Kosten, sparen auf Kosten der Sicherheit und sparen auf Kosten der Menschlichkeit, liebe Freunde. Das ist der wichtige Punkt, auf Kosten der Menschlichkeit. Denn es ist billiger, eine Kamera zu installieren und Forschung zu CCTV-Überwachung zu initiieren, als richtiges menschliches Personal einzustellen, das sich dort um die Menschen bemüht. Ja? Und das ist der einzige Grund, warum diese Kamera Überwachung in dieser Form forciert wird. Das ist der einzige Grund. Die Irrläufer, die sich hinters Licht haben führen lassen. Wir haben vorhin gehört, das hat der Herr von der Linken gesagt, es gibt Initiativen, die sich für mehr Kameraüberwachung aussprechen und alle diese Fakten nicht kennen oder ignorieren. Und diese behaupten tatsächlich, sich auch für mehr Datenschutz auszusprechen. Also da platzt mir doch der Hut. Initiativen für mehr Zivilcourage oder die Initiativen für mehr Menschlichkeit. Ja? Das Einzige, was hier hilft, ist mehr Miteinander, mehr Menschlichkeit, mehr Zivilcourage und mehr Personal, mehr Sicherheitspersonal und nicht mehr Kameras, weil das hilft nicht. Das sind die Tatsachen, die wir hier festgestellt haben. Und das ist das, was wir auch weiter in die Welt tragen werden, denn wir wollen, dass sich die Menschen nicht mehr in das Licht führen lassen. Es muss möglich sein, für alle sicher zu leben, ohne dass auf dem Computer und auf ein Algorithmus abzuschieben. Ja? Das ist eine größere Problematik. So, wir haben hier jetzt niemand, der klatscht, weil die meisten hier schon weg sind. Also seid ihr auch der Meinung, dass wir definitiv nicht von Algorithmen beschützt werden wollen, sondern von Menschen? Ja? Ich fühle mich nämlich sicherer, wenn jemand da steht, der sofort eingreifen könnte, als wenn eine Kamera mich aufzeichnet. Das ist ein Faktum Maximum und das ist nicht zu widersprechen. Ja, also ist so. Allein der Weg. Stellen wir uns mal vor, die Kamera zeichnet den Straftäter auf, wie er gerade jemand wieder mal die Treppe runterstürzt. Wenn da jetzt auch wirklich eine bewegungsmäßige Erkennung möglich wäre, dass die Kamera dann rot leuchtet, müsste dieses Signal übertragen werden in eine Zentrale, dort leuchtet es rot auf, dort macht es Notruf, der Notruf kommt bei der Polizei an, die Polizei fährt los, Täter ist weg, Frau liegt am Boden, heult. Was ist denn das für eine Sicherheit, die uns da untergejubelt wird? Frau heult am Boden, Täter ist weggerannt, Kamera hat es aufgezeichnet, morgen sehen wir es im Fernsehen, hört schon wieder ein bösartiger Mann, hat Frau in die Bahn runtergestoßen. Ja, und Kameraüberwachung, wir brauchen mehr Kameraüberwachung. Nee, wir brauchen Personal, damit Täter Frau nicht die Treppe runterstürzt. Ist ja wohl klar. Ist doch logisch. So, wir haben hier noch Probleme und Gefahren. Das ist eine sehr lange Liste, liebe Freunde. Die machen wir nach der nächsten Pause.